Der Frank war im Urlaub und ist mit seinem Sohn in ein Restaurant, ein Steakhouse eingeladen worden, wo ganz viele andere Spieler auch waren, wie Ronaldo, Pogba, Messi und so weiter. Da ist es immer, er ist eingeladen worden, da ist es immer üblich, dass man am Tisch so einen Showakt macht, dass man wie so ein Marketing-Gag ein Video macht mit dem Restaurantbesitzer. Das hat der Frank auch mitgemacht und muss man sagen, er hat ja nichts bezahlt, er wurde eingeladen und daraufhin, weil das falsch dargestellt wurde, wurde der Frank auf übelste beschimpft, beleidigt. Aber nicht nur Frank, sondern auch seine hochschwangere Frau und sein Kind, seine Mama, die im Krankenhaus operiert wurde. Und daraufhin hat sich Frank vor seine Familie gestellt, hat sich gewehrt, hat die Familie verteidigt und da hat er auch jeden Recht dazu und da unterstütze ich den Spieler auch. Leider ist ihm das in einem Punkt total entgleist. Er hat Worte benutzt, die wir als FC Bayern München nicht akzeptieren können. Und die Frank als Vorbild, als Spieler des FC Bayern nie benutzen darf. Ich habe ja lange mit Frank gestern gesprochen, habe ihm auch mitgeteilt, dass er eine hohe Geldstrafe bekommen wird oder bekommen hat. Und die Strafe hat er auch akzeptiert.